Herzlich willkommen zurück zu Interaktiv hier live bei VolksTV. In dieser Stunde haben wir wieder einen weiteren besonderen Gast und zwar unseren Herrn Burek Ina ist mit dabei. Der hat einen Shop, den schauen wir uns auch gleich mal an und zwar den Shop Your Army Shop. Die Internetseite möchte ich Ihnen gleich sofort zu Beginn der Stunde gleich mal ganz kurz einblenden, damit Sie genau wissen, um was es in dieser Stunde gehen wird. Und dann dürfen wir ihn auch gleich direkt begrüßen, denn das ist ein Shop, in dem Sie alles Mögliche finden. Da geht es ums Angeln, Campen und vieles mehr. Da kommt auch gleich die Internetseite. Hier sehen wir auch schon mal ganz klein bisschen eingeblendet, um was es hier geht. Your Army Shop, da sieht man auch sehr schön die Webseite, unter der ihr euch ganz einfach informieren könnt. Aber da schauen wir ein bisschen später drauf rein, habe ich gerade gehört. Dann darf ich begrüßen. Hallo Burak, schön, dass du mit dabei bist, dass Hallo Agnes. Du zu uns zu VolksTV gekommen bist. Du hast ja einen Shop. Was finden wir denn in deinem Shop? Also im Shop finden wir, um es zu verallgemeinern, alles, was den Outdoor-Bereich abdeckt. Angler finden sehr viel, Camper, Militär, Paintball. Also das ist wirklich, wirklich Outdoor, wie es im Buche steht. Mhm. Also da geht es rundherum um Outdoor. Seit wann betreibst du denn eigentlich dieses Geschäft? Wir werden jetzt im April 3 Jahre. Wir feiern unseren 3. Geburtstag im April. Und ich habe das übernommen am 28. April 2012. Und ja, wir wachsen stetig. Täglich. Und wie bist du gerade auf dieses Thema Outdoor, Campen, Military gekommen? Kam es eher durch einen persönlichen Bezug? War das spontan? Wie kommt man dazu, so ein Geschäft zu eröffnen? Das war total spontan. Total spontan. Also ich bin in der Gegend aufgewachsen und groß geworden und habe den Laden gesehen. Und ich habe vorher auch schon im Online-Bereich und im Internethandel was zu tun gehabt. Und da hat sich das einfach gut angeboten. Dann bin ich da reinmarschiert, habe einfach mal gefragt, habe mich mit dem Inhaber unterhalten. Und so kam das dann zustande, dass ich das Ganze mit meiner GmbH übernehme. Also dann ist praktisch Your Army Shop auch eine GmbH? Genau, genau. Wird von der GmbH betrieben, mhm. Ist aber die Domain Your Army Shop einfach ein schönerer, besserer Begriff, um es zu zeigen. Und wenn es eine GmbH ist, hast du da auch diverse Gesellschafter, die mit in dieser GmbH integriert sind? Habe ich keine. Ich bin Gesellschafter und Geschäftsführer selber. Mhm. Und ich habe meine Mitarbeiter und meine Helfer aus der Familie auch. Ein paar helfen ab und zu mal mit. Die Oma kommt mal und kehrt mal durch. Und ein guter Freund von mir, der arbeitet mit mir zusammen. Und so kriegen wir das gut durch. Mhm. Und wie groß ist denn insgesamt dein Team? Wie darf man sich das vorstellen? Wie viele arbeiten denn so ungefähr dabei bei dir mit? Vier. Mhm. Vier kannst du sagen. Es arbeitet hauptsächlich ich und mein Kumpel, der Markus. Aber, und wie gesagt, dann gibt es einfach außenrum diverse Helfer, die einfach mitwirken und das am Laufen halten. Mhm. Wunderbar, also wir haben jetzt ja die Homepage eingeblendet, yourarmyshop.de. Das ist aber kein, also auch ein Online-Shop. Man kann aber auch direkt bei dir ins Geschäft reingehen. Genau, wir haben auch ein Ladengeschäft, ein Lager, praktisch vor Ort in Nürnberg. Ja. Da verirren sich ab und zu Leute, die eben aus der Nürnberger Umgebung, aus dem Nürnberger Kreis kommen und können da dann auch, wie gesagt, man probiert gerne Sachen an. Das ist bei Kleidung oft schwer. Sage ich jetzt mal, die passende Größe zu bestellen, dann hast du das zurückschicken, das hin und her schicken und so kommen viele auch vorbei und probieren das vor Ort an, wissen dann, okay, die und die Größe passt mir, das kann ich bestellen oder kann ich gleich mitnehmen und das ist eigentlich eine einfachere Geschichte dann vor Ort. Wunderbar, also es gibt also zwei Möglichkeiten, entweder man kommt persönlich vorbei in Nürnberg genau. Oder man bestellt ganz einfach über den Online-Shop. Genau. Was habt ihr, wie viele Artikel habt ihr denn so ungefähr im Sortiment? Also wir haben grob um die 14.000 Artikel, bieten wir an. Mhm. Wie gesagt, es geht bei Zubehör, Outdoor-Zubehör, Kleidung ganz, ganz viel, klar. Und alles, was den Outdoor-Bereich um Jagen, Angeln, Campen oder wenn einfach mal für die Kinder draußen, dass sie halt was schmutzig machen können, was robust ist, findest du bei uns alles.
Also es ist richtig speziell wirklich für den Outdoor hergestellt worden, um natürlich, sage ich jetzt mal, den Outdoor-Bereich, gerade jetzt, wo es ja Richtung Frühling, Sommer geht, richtig genau. Schön abzudecken. Ich denke mal, es ist genau die aktuelle Jahreszeit, sich vielleicht mit den ein oder anderen Dingen irgendwie einzudecken. Ich hoffe, wir können jetzt mal die Homepage kurz einblenden. Wie gesagt, yourarmyshop.de. Einfach reinklicken und auch gerne direkt einkaufen. Muss ich mich denn, wenn ich jetzt über das Internet bestellen möchte, mich registrieren lassen? Musst du nicht. Du kannst auch als Gast einkaufen, einfach Name, Anschrift hinterlegen und bestellen. Dann wirst du, wenn die Daten auch nicht gespeichert. Okay. Aber du kannst dich klar auch für den Newsletter registrieren, um eben auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Sonderangebote, zum Beispiel neue Artikel, gehen dann per E-Mail raus an die registrierten Kunden. Wie oft gibt es den Newsletter? Wir machen den nicht so häufig, um einfach die Leute, sage ich jetzt mal geradeaus, nicht zu nerven. Mhm. Wir schauen, dass wir das so alle 2-3 Monate mal einen schönen Newsletter rausschicken. Aber das reicht auch. Mhm. Das reicht auch. Wunderbar. Dann werden wir ein bisschen in die Musik reinhören und dann werden wir uns auch gleich mal anschauen, was es so alles gibt zu kaufen. Denn wir haben auch einige Sachen mit dabei in dieser Stunde. Also viel Spaß mit der Musik und in der zweiten Hälfte werden wir auch gleich direkt die Homepage für euch einblenden. Bis gleich. Ja, wir sind gerade bei dem Thema Campen, Angeln, Outdoor. Und zu diesem Thema haben wir Burak Inner in unserer Stunde mit dabei von Your Army Shop. Und wir werden auch zusammen mit Burak in seine Webseite hineinschauen. Und da dürfen wir auch gerne etwas stöbern, denn das Sortiment ist wirklich enorm. Und da haben wir auch gleich mal die Webseite für euch aufgerufen. Wunderbar. Und da klicken wir auch gleich mal hinein, denn es gibt ja ein wahnsinniges Sortiment. Burak, wie viele Artikel sind denn ungefähr auf der Homepage? Wir haben ungefähr 14.000 Artikel aus allen Bereichen. Also wie man sieht, ganz, ganz viel Bekleidung ist dabei. Kinder-, Damen- und Herrenbekleidung. Arbeitsbekleidung haben wir auch sehr viel. Wir beliefern eben auch ganz, ganz viele Firmen, wie zum Beispiel die Feuerwehr auch, die dann die antistatischen Anzüge oder wasserdichte Anzüge arbeitskleidungstechnisch bei uns dann bestellen. Also richtige Arbeitskleidung für die Feuerwehr. Stattet ihr auch Security aus? Wir statten auch Security-Firmen aus, klar. Ist auch einer unserer großen Partner, Sicherheitsfirma. Da kommen wir dann später noch drauf. Polizei kauft bei uns ein, Einsatztaschen etc. Da habe ich auch eine dabei. Und Schulen, Theater sind bei den Kunden dabei und klar, die Einzelhändler dann, die Endkunden. Was kaufen denn die Schulen bei euch ein? Die Schulen kaufen Bänder ein, Abgängerbänder, Ausscheiderbänder zum Beispiel ein, um Ferientage zu zählen. Das zeigen wir dann später, genau, dieses Bändchen. Das habe ich auch dabei, genau. Um einfach jeden Tag darf ein anderer Schüler abreißen, bis dann die Ferien da sind und die Kinder dann ihren Freiraum dann haben. Und mit was stattet ihr ein Theater aus? Da habe ich jetzt irgendwie gar keine Idee dazu. Die kaufen, je nachdem, was die für eine Show gerade haben. Wenn es da gerade als Kostüm praktisch. Genau. Die kaufen ihre Kostüme dann bei uns. Wenn die irgendeine Militärshow gerade machen zum Beispiel, kaufen die gebrauchte Bundeswehranzüge oder irgendwas Vergleichbares. Ne? Und machen dann eben ihre Shows dann mit der Kleidung und dem Zubehör. Und wie viele Kunden sind denn jetzt schon bei euch registriert? Wir haben jetzt grob über 40.000. Haben angefangen damals, als ich das übernommen habe, mit knapp unter 20.000. Also wir haben das schon gut verdoppelt. Und ja, es wächst minütlich, stündlich, täglich. Also ist wirklich ständig am Wachsen. Und jetzt geht es ja auch wirklich in die Jahreszeit, Frühling, Sommer, wo man sich ja auch gerne mehr draußen bewegt. Das heißt, man findet wirklich auf deiner Homepage, Your Army Shop, also für die ganze Familie etwas. Komplett für die ganze Familie, von klein bis groß, alt, jung. Da gibt es Sommerkleidung, Winterkleidung, also wirklich sehr winterfeste Jacken und Unterbekleidung. Sehr luftige Klamotten für den Sommer. Und in welchen Preiskategorien bewege ich mich denn da in etwa? Also es geht los, ich sag mal, unter 10 Euro gibt es schon was. Und klar, dann gibt es auch die ganz hochwertigen Militärgeschichten und Militärausrüstungen,
die dann schon in die höhere Preisklasse kommen. Aber da kauft man dann halt auch dementsprechend die Qualität, ne, bei den Monturen. Hast du eigentlich aus deiner eigenen Serie, aus deiner eigenen Kollektion jetzt hier auch das ein oder andere bei dir zu Hause? Ich trage das auch privat, ja. Im Sommer zum Beispiel Shorts, die sind einfach super robust und sehen auch stylisch modern aus. Also das ist jetzt nicht alles in diesem Camo gehalten, wie man es von Army-Shops kennt, sondern es sind auch schöne einfarbige Unifarben und Shorts dabei und Kleidungsstücke dabei. Da sind zum Beispiel die Shorts, genau, wie man sieht. Da gibt es die Vintage-Shorts zum Beispiel. Da sind sehr schöne Modelle dabei. Aber das ist in jeder Kategorie bestimmt für den einen oder anderen was Schönes dabei. Also wirklich einfach mal reinklicken, etwas mal stöbern. Denn es sind ja an die 14.000 Artikel auf diesem Online-Shop ja hinterlegt. Und da kaufen ja bis zu 40.000 Menschen ein. Und das ist stetig am Wachsen. Also yourarmyshop.com, einfach mal reinklicken und gerne selber mal stöbern. Genau. Wie war eigentlich vor deiner Zeit, also vor diesen 3 Jahren, wie standst du denn davor eigentlich zur Outdoor-Mode? Hattest du davor auch schon damit Berührung oder kam das erst durch diesen Shop? Also das kam, also klar, jeder hat mit Outdoor irgendwie Berührung. Man macht ja irgendwas immer mit Freunden, Bekannten, Familie. Bei mir hat das angefangen, klar, man geht mal auf ein Festival oder auf irgendein Musikfestival, da will man dann Klamotten dabei haben, die was aushalten. Oder sich gegen Nässe schützen, gegen Schlamm, gegen Schmutz. Und dafür sind die Klamotten halt wirklich gut, weil die halten sehr, sehr viel aus. Und die halten dich halt auch davon ab, nass zu werden. Das ist halt ganz wichtig. Und welche Artikel werden denn bevorzugt gekauft? Sind das eher Damen oder Herren oder Kindersachen oder wirklich eher wirklich Outdoor oder wirklich dieses Military-Zeug? Oder was wird denn bevorzugt gekauft? Also es wird viel von Männern gekauft, klar. Jäger, Angler oder einfach für die Gartenarbeit. Wir haben ja auch Äxte zum Beispiel, ne? Wenn du mal einen Ast schneiden willst oder abhacken willst. Also hauptsächlich kaufen viele Männer ein, die Frauen dann mehr oder weniger, wenn es ans Fasching geht oder wenn die dann mit den Kindern in einem Look sein wollen und in der gleichen Camo-Ausrüstung dann zum Fasching gehen wollen, zum Kinderfasching. Aber es ist wirklich von A bis Z eigentlich jede Art von Kundschaft dabei, die da einkauft. Also man kann das gar nicht so festhalten, dass nur Männer oder nur Frauen oder nur Kinder. Verstehe. Und wie wird das dann abgewickelt? Also jetzt gehen wir mal davon aus, ich gehe jetzt auf die Homepage yourarmyshop.com, suche mir jetzt zum Beispiel diese Polarjacke aus in schwarz, die dick gefütterte. Und wie funktioniert das technisch? Das ist ganz einfach, den Artikel anklicken, in den Warenkorb legen und dann auf die Kasse gehen. Und dann je nachdem, nach dem eigenen Befinden, wenn man sich anmelden will, anmelden und die Daten hinterlegen. Und auch also die gewünschte Zahlungsmethode wählen. Wir bieten verschiedene Zahlungsmethoden an. Zahlungsmethode wählen, Bestellung abschließen und das war's. Und wenn es mir dann doch nicht passen sollte von der Größe her oder es vielleicht doch nicht gefällt, weil es ein Geschenk war? Dann kann man es klar zurückschicken. Wir überweisen auch das Geld zurück, also nichts gegen Gutschein oder Ähnliches. Sondern wir erstatten dann auch den Betrag und das kann man binnen 14 Tagen zurückschicken alles. Also auch das Handling ist wirklich ganz easy going. Ganz, ganz easy, ganz, ganz easy, was auch sehr schön ist und für viele Kunden wichtig ist, dass sie einfach nicht in Vorkasseleistung treten müssen, bieten wir eben auch den Rechnungsversand an. Das heißt, sie können ganz, ganz viele Sachen bestellen, können sich das anschauen daheim in Ruhe und dann klar binnen der 14 Tage einfach an uns zurückschicken und haben eigentlich keinen Cent dafür bezahlt. Das ist auch ganz schön. Also wirklich ganz einfach bei yourarmyshop.com einfach einkaufen. Ich würde sagen, wir hören noch mal ganz kurz in die Musik hinein und dann werden wir Ihnen auch die ein oder anderen Artikel hier zeigen können, die uns Burak mitgebracht hat. Viel Spaß mit der Musik. Es freut mich sehr, dass wir Burak Iner in unserer heutigen Stunde hier bei VolksTV bei Interaktiv zu Gast haben. Er stellt heute seinen Internetshop vor, und zwar yourarmyshop.com. Wobei ich ja gerade von gelernt habe, es ist nicht nur ein Internetshop, sondern Sie können ihn auch jederzeit gerne in Nürnberg einfach mal besuchen. Und er hat auch das ein oder andere mitgebracht, was Sie dort unter anderem finden werden. Es gibt 14.000 Artikel und er hat einfach mal
reingegriffen und das ein oder andere parat. Burak, wir haben ja hier eine tolle Tasche zum einen ja schon von dir. Genau. Was ist denn das Besondere an dieser Tasche? Also die Tasche ist ja eh so ein Raumwunder. Genau, da passt sehr viel rein. Das Besondere ist eigentlich das Innenmaterial, dass die Sachen, die innen drin sind, praktisch einfach trocken bleiben. Mhm. Das heißt, es geht kein Wasser durch. Mhm. Und auch keine Gerüche oder sonstiges raus. Das heißt, die ist eigentlich für jeden Einsatz, sage ich mal, kann man die Tasche benutzen. Mhm. Und das ist eigentlich so das Beste an der Tasche, dass das wirklich alles trocken bleibt, egal was man da drin hat. Ob es jetzt Laptop ist, Elektrogeräte sind, mhm, oder Equipment, Ausrüstung, Kleidung. Mhm. Und ich meine, trockene Kleidung ist ja schon wichtig draußen. Genau. Dann werfen doch mal einen Blick in die Tasche hinein, was du da so mitgepackt, genau, hast. Ich habe zu einem einfach mit zwei schöne Angler- und Outdoor-Westen mitgebracht. Kann man hier vielleicht ganz schön sehen. Speziell an den Westen ist einfach, die sind vielseitig einsetzbar. Also die haben ganz, ganz viele Taschen, auch innen drin. Und man kann das selbst einfach nehmen zum Gassi gehen. Dass, mhm, man in die eine Tasche seine Leckerlis reintut für den Hund oder die Beutelchen zum Aufsammeln, Handschuhe. Also da kann man wirklich, wirklich rumspinnen, was das angeht. Das ist jetzt eine schwere Outdoor-Weste, also die sehr robust ist. Da gibt's dann im Gegenzug dazu eine Mikrofaser-Weste für sonnigere Tage, sage ich jetzt einfach mal, die vom Material her um einiges leichter ist als die Weste davor. Ebenfalls einfach mit den riesengroßen Taschen. Bei der Weste auch ganz schön. Ich zeige das vielleicht ganz kurz. Die hat eine kleine Sondertasche noch mit dabei, die man einfach abtrennen kann, wenn man die Weste dann doch mal im Auto liegen lassen will. Das ist eigentlich ganz schön. Dann schauen wir mal weiter. Dann habe ich einfach mal in eine Cappy reingegriffen. Das ist eine sehr schöne gestickte Cappy für Securities, damit man einfach gleich erkennt, worum es geht oder wen er darstellt. Und das ist, der Druck ist jetzt eigentlich nur ein Muster. Da kann alles stehen. Also für Ihre Firma, Logos, da kann man wirklich alles draufsticken in vielen verschiedenen Farben. Das ist auch eine ganz schöne Sache. Dann schauen wir mal weiter. Dann habe ich ein bisschen was für die Kleinen dabei. Hier zum einen einfach ein T-Shirt in Woodland. Und passend dazu die Woodland-Hose, auch für die Kleinen. Und das Besondere an den Hosen ist eigentlich, wie gesagt, die Tarnfarbe. Das mögen ja Kinder allgemein. Und einfach Dinge, die man wirklich schmutzig machen kann, ohne sich irgendwie Sorgen machen zu müssen, dass man jetzt irgendeine teure Jeans oder eine teure Stoffhose oder irgendwas dergleichen kaputt gemacht hat. Dann habe ich einmal dabei für die Damen. Auch eine sehr schöne Slimmy-Damenhose, auch in einem dunkleren Camo, aber eher in einem modischeren. Auch schön gespickt mit Seitentaschen, großen, falls man mal keine Handtasche mit sich schleppen will. Und eben auch nochmal den extra verstärkten Taschen mit dem Lederbesatz, dass einfach die Knöpfe halten, weil wie oft passiert es, dass man irgendwo ist und bums ist der Knopf ab. Und zu guter Letzt. Mhm. Jetzt habe ich gerade, Burak, wir haben einen Anrufer in der Leitung und zwar zu dem Thema Angeln. Ja, und deswegen machen wir jetzt einen ganz kurzen Musikclip, mhm, und dann gehen wir auf das Thema Angeln dann genauer ein. Okay. Weil wir werden auch das Thema Angeln jetzt hier gleich ein bisschen abhandeln, wie das so funktioniert, den Anglerschein zu bekommen. Also viel Spaß mit der Musik und dann geht es gleich direkt über vielleicht zu Ihrem Hobby oder zu Ihrem baldigen Hobby und zwar zum Thema Angeln. Jetzt hatten wir ja gerade eben einen Anrufer in der Leitung, der sich zum Angeln erkundigen wollte. Wie denn das eigentlich funktioniert? Braucht man besondere Genehmigungen dazu, vielleicht sogar einen Anglerschein? Und das wird uns gleich Burak Inner genauer erklären. Burak, wie ist das eigentlich? Darf ich einfach mir eine Angel bei dir kaufen und dann ab damit zum See? Nein, auf gar keinen Fall, auf gar, mhm, keinen Fall. Man braucht auf jeden Fall, man muss einen Vorbereitungskurs, also ich erkläre das jetzt einfach mal, mhm, etappenweise, wie man das machen muss. Man muss den Vorbereitungskurs machen zur Fischereiprüfung, um überhaupt zur Prüfung zugelassen zu werden.
Wenn man dann den Vorbereitungskurs gemacht hat, den kann man sich im Internet raussuchen, da bieten ganz, ganz viele den Kurs an, die Vorbereitung. Dann darf man zur Prüfung, zur Fischerprüfung, die kann man auch online ablegen. Wenn man die Prüfung bestanden hat, dann muss man zu seiner Behörde den Fischereischein beantragen. Das dauert in der Regel 2-3 Tage, dann ist der gedruckt, dann kann man den abholen. Und dann darf man immer noch nicht angeln. Dann geht es darum, man muss sich überlegen, in welchen Gewässern man angeln will, muss dann mit den Pächtern vor Ort sprechen und sich die Fischereierlaubnis von den Pächtern selber auch noch einholen. Wenn man die dann hat, dann kann man einfach losangeln. Also es ist in Deutschland leider ein steiniger Weg, bis man das machen kann. Aber wenn man es dann gemacht hat, dann kriegt man eigentlich so ziemlich von jedem Gewässer die Genehmigung, dass man da angeln darf. Was habe ich da für Kosten, wenn ich diesen Anglerschein machen möchte? Die Kosten sind gesplittet. Also das geht je nach Altersgruppe. Das wird auch ganz, ganz super im Internet beschrieben. Da kann man sehen, zum Beispiel zwischen 14 und 22 Jahren, also die Jüngsten, die losangeln wollen, die zahlen ca. 300 Euro. Und ab da in ca. 2-3 Jahresschritt wird es dann billiger. Und ist der dann befristet, der Anglerschein? Oder der ist unbefristet. Der ist komplett unbefristet. Also ich mache den Anglerschein einmal und den darf ich dann ein Leben lang nutzen? Genau, genau. Solange man eben nicht bei Wilderei oder irgendwas dergleichen erwischt wird oder sowas macht, dann behält man den sein Leben lang. Aber sollte man natürlich aus der Reihe tanzen, dann ist der auch schnell wieder weg. Also man muss sich definitiv beim Angeln, auch wenn man hobbymäßig angelt, sich auf jeden Fall an die Regeln halten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Regeln sind ganz wichtig. Weil es fällt wirklich, wenn man einfach drauf losangelt, unter Diebstahl, Hausfriedensbruch und Wilderei. Und da gibt es schon große Strafen. Also da sollte man aufpassen. Wunderbar. Burak Inner hier heute bei VoxTV zu unserer Stunde Interaktiv. Burak, es war mir eine Freude. Schön, dass du mit dabei warst. Schön, dass ich hier sein durfte. Und dass du uns auch das Thema Angeln näher gebracht hast. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und bis ganz bald hoffentlich. Ja, gerne. Und ja, und es geht gleich in Kürze auch weiter mit unserem Quiz hier bei VoxTV. Da schaltet ihr am besten gleich nochmal hier live bei uns ein. Und währenddessen werdet ihr ein bisschen mit Musik bespaßt. Viel Spaß.